So, welcome back zu einer weiteren Folge Lego Jurassic World. Das ist die zweite Folge, beziehungsweise das zweite Level insgesamt. Wir haben jetzt die Wahl, das hatte ich ja vorher in der ersten Folge schon geschaut. Mal gucken, ob ich euch das verlinken kann irgendwie, die erste Folge, falls ihr das einfach so random seht. Das ist die zweite Folge. Muss mir mal eben einen Timer stellen. So. Das ist die zweite Runde. Folge. Ich werde euch das verlinken auf jeden Fall. Die erste. Oder beziehungsweise die Playlist. Ich weiß noch nicht, wie weit ich dann komme. Ich hoffe, das ist mit dem Ton jetzt okay. Ich habe nämlich in der ersten Folge, in den ersten 2-3 Minuten halt echte Tonprobleme gehabt, dass man mich hört. Naja, alles klar. Wir haben jetzt die Wahl zwischen Jurassic Park oder Jurassic World. Da hinten sehen wir den Monorail, bekannt aus Jurassic World. Aber wir gehen natürlich chronologisch vor. Und der Herr möchte irgendwas für uns. Tipp: Es gibt in den Lego-Spielen immer, wenn man ein festes Ziel hat, diese blauen, fast durchsichtigen Lego-Steinchen, die sich so drehen. Direkt vor mir, da wo ich jetzt hinblicke. Da geht's dann weiter. Wenn wir da durch dieses Gestrüpp gucken, gehen die Steinchen halt weiter. Aber wir haben hier nochmal Mr. DNS. Drücke das Touchpad, um die Karte des Parks anzusehen. So, und da haben wir auch vorgegebene feste Wege. Es ist halt eigentlich keine Open World. Aber durch die ganzen Gehege können wir durchlaufen. Wir können neue Dinos entdecken, etc. Aber das ist erstmal die Karte, die wir, mit der wir leben können. Hier kommt noch Jurassic Park 3. Ich glaube, 3 war das. Oder 2, ich bin mir nicht sicher. Einiges wird auf uns zukommen. Jetzt ist es aber weniger wichtig, diese Steinchen einzusammeln. Folge der Stutzspur, schwieriges Wort, um zu deinem Ziel zu gelangen. Das sind diese kleinen, fast durchsichtigen Steinchen, die ich schon genannt habe. Und wir fahren jetzt einfach mal der Stutzspur hinterher. Blauen Steinchen ab hinterher. Ich finde es blöd, dass die Kamera so tief ist. Ich würde gerne mehr sehen vom Spiel. Vorteil ist, wenn wir durch irgendwelche zerstörbaren Gegenstände fahren. Wer Ersatzteile braucht, soll sie sich bitte aus dem Lager holen, nicht aus den Schalltafeln. Kann man die einfach mit dem Auto überfahren? Und dann hat man die Punkte gleich im Sack, ohne sie einsammeln zu müssen, großartig. Wartet mal. Ich wollte mir noch... So. Jetzt haben wir hier so ein kleines Mini-Level, weil die Tür nicht aufbekommen. Ist natürlich sehr nice, weil man muss nicht stumpf der Story folgen. Nein, 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 nein. Ich will die Pflanzen kaputt machen, nicht ihn. So, und jetzt haben wir den Fall tatsächlich, dass wir mehrere Charaktere haben. Kann er das schon? Ja, er kann das mit seiner Schaufel. Wir müssen Kreis gedrückt halten dafür. Ne, tippen. So. Und dann setzen wir das mal ganz, das Ganze zusammen. Und dann glaube ich, dass wir Dr. Hier. John Hammond dafür brauchen. Ach, den haben wir schon angewählt. Wie schön. Und das ist so eine Schalttafel, wo wir wieder, Viereck, X, Dreieck. Eine Tastenfolge hintereinander drücken müssen. Und schon geht das Tor auf. Obwohl sie da mit dem Kuhfuß bzw. mit dem Brecheisen dran rumwerkeln. Ja. Was ich aber vergessen habe in der letzten Folge zu erwähnen, was ich wirklich, wirklich lobenswert finde und wirklich genial, dass sie
die Originalstimmen aus dem Film habe. Auch die Zitate. Eins wollen wir klarstellen, John. Ihre Investoren, die ich vertrete, sind zutiefst besorgt. Wenn die drei in 48 Stunden nicht überzeugt sind, bin ich's auch nicht. Dann mache ich ihren Laden dicht. So, und diese Szene ist einfach auch legendär. Ich sag's einfach so. Vormann ist seit der Kreidezeit ausgestorben. Dieses Blatt dürfte es doch gar nicht... Wahnsinnig cool. Da war immer so Mund offen und ich dachte, wie genial war das dann? Also wer die Filme gesehen hat, Wahnsinn. Das ist ein Dinosaurier. Wir werden ein Vermögen mit diesem Park verdienen. Das ist der Anwalt. Wie schnell sind die? Der Arme. Wir haben den T-Rex mit 52 km/h gestoppt. Ein T-Rex? Mhm. Sagten Sie, Sie haben einen T-Rex? Aha. Wiederholen Sie das. Wir haben einen T-Rex. Dr. Brent, liebe Dr. Sattler, willkommen im Jurassic Park. Blöd ist nur, dass der... Wie ist Ihnen das nur gelungen? Warten Sie es ab. Was war das jetzt für ein Sprung? Achso, ich kann jetzt eine Taste drücken. Schon ziemlich cool. Wir haben hier jetzt die Möglichkeit tatsächlich, so kleine Minigames zu machen. Nebenbei. Aber das, da müssen wir mit der Geschichte ein bisschen weiterkommen. Dann können wir zurückkehren. Machen wir nicht so einen Lärm hier. Dann können wir zurückkehren und dann ein paar Minigames machen. Das versteckt das Spiel halt auch noch, ne? Und wir haben die nächste... Bringt alles nichts. Diese Tore bewegen sich nicht, bis jemand die ganzen Rädchen und so einsetzt. Mir soll's recht sein. Schließlich gibt es auf dieser Seite nur Pflanzenfresser. So. Huch. So, wir können hier was zusammenbauen. Da sind wieder unsere hüpfenden Lego-Steinchen. Okay, das ist schon mal repariert. Aber wozu brauche ich... Was will die da? Meistens, wenn die solche Bewegungen machen, kann man die auch kaufen. Ich guck gleich mal, wenn wir mit der Aufgabe fertig sind, was sie tatsächlich mit uns möchte. Da brauchen wir Alan Grant für. Mit seiner Raptorenkralle. Der uns das Seil einmal cuttet. So, und dann nehmen wir wieder Jodie Foster. Und wir sehen das nächste Rädchen. Oh, das Auto. Das hat auch... Übrigens, das Auto hat auch eine bestimmte Länge an Haltbarkeit. Also müssen wir auch darauf achten. Wir probieren mal etwas. Ne, ihn kann ich nicht kaufen. Was ist mit ihr hier oben? Hat sie ihren Platz schon gewechselt? Meistens wollen die irgendwas. Meistens sind das irgendwelche kaufbaren Charaktere oder so. Aber scheinbar wollen die diesmal einfach nur ein bisschen Aufmerksamkeit. So. Steigt mal in das zweite Auto. Und wir gehen mal gucken. Okay, das ist blöd. So muss das. So, da stehen schon unsere... Die ersten... das erste Auto, was man so ja natürlich kennt. Und wir gehen ins nächste Level. Wir gehen da einfach rein. Gleich da unten gibt es eine Dino-Info. Noch eine halbe Stunde. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit.
der modernste Vergnügungspark auf der ganzen Welt. Nehmen Sie doch alle Platz. Schon ein Tropfen Blut enthält Milliarden von den Essstrengen in Bausteinen des Lebens. Vor 100 Millionen Jahren gab es Moskitos, genau wie heute. Nachdem ein Moskito einen Dino gestochen hatte, konnte es vorkommen, dass er auf einem Ast landete und versteinerte. Wir nennen es Bernstein. Mit den modernsten Techniken konnten Jurassic Park-Wissenschaftler das konservierte Blut des Moskitos extrahieren. Und jetzt konnten wir ein Dinosaurier-Baby erschaffen. Sehr faszinierend übrigens. Doug Henry. Oh, guten Tag, Sir. Perfektes Timing. Guten Tag, Sir. Sie prägen sich das erste Lebewesen ein, mit dem Sie Kontakt haben. Genau so. John, eine derartige Kontrolle, wie Sie sie anstreben, ist nicht möglich. Wenn uns die Evolution eines gelehrt hat, dann, dass das Leben einen Weg findet. Was für eine Spezies ist das? Das ist ein Velociraptor. Nach 8 Monaten sind sie Killer und ich meine Killer. Ich habe fast alles gejagt, aber die Viecher sind so schnell. 80, 90 Stundenkilometer, wenn sie freie Bahn haben. Die Würstchen, ne? Wahnsinn. Ja, mein Erinnerungsvermögen. Also gut, füttern wir diese zu groß geratenen Eidechsen. Kommen Sie schon, los. Ich find's so wahnsinnig gut. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich habe einige Spiele gespielt von Lego. Aber ich weiß nicht mehr ganz genau, ob es bei den anderen Spielen auch so war, dass wir einfach die Originalstimmen aus dem Film, Serie, aus dem anderen Spiel, Originalspiel, was auch immer, auch hatten. Ich habe noch den Hobbit gespielt, das ist aber zu lange her, das werde ich auch, denke ich mal, let's playen. Ich habe Batman hier. Batman hat ja eine eigene Stimme, eine dunkle Stimme. Aber sehr interessant, auf jeden Fall. Und den Platz kennen wir hier auf jeden Fall. Den Platz kennen wir aus dem ersten Level. Aus dem Prolog praktisch. Und wir machen wieder das, was wir eigentlich immer vorhaben. In jedem Level. Das ist so mein Kompromiss. Dadurch, dass wir jetzt nicht 100% das Spiel erspielen oder den Spieleinhalt uns erspielen, erspielen wir uns wenigstens, zumindest versuchen wir es, uns den wahren Überlebenden. Und das ist, denke ich mal, ein guter Kompromiss, damit wir nicht innerhalb von 5 Minuten mit dem Level durch sind. Weil das könnte man auch, denke ich. Und das ist ja hier kein Speedrun. Wir machen das ja, um die Möglichkeiten aufzuzeigen. Alles klar, jetzt kommen wir da ran. Jetzt kommen wir da ran. So ist's besser. Fehlt nur noch die Kuh. So, es ist wahnsinnig... Gehört das nicht zur Gehegeschalttafel? Wahnsinnig warm hier bei mir, im Zimmer. Grund dafür, also ich könnte meine Balkontür aufmachen. Es ist nicht allzu heiß draußen. Oh, guck mal, wir müssen wieder eine Spur folgen. Es ist nicht allzu warm draußen. Aber draußen ist gerade der Gärtner unterwegs mit seinem Laubbläser und mit seinem Seitenschneider. Und da habe ich gedacht, das versaut mir jetzt hier nicht die Aufnahme. Das machen wir jetzt einfach so, dass ich für euch schwitze. Aber ihr seht mich ja nicht, das ist ja schon mal X-Viereck X. So, das ist ja schon mal vom Vorteil, dass ihr mich nicht seht und wie ich schwitze. So, jetzt können wir hier rein. Das letzte Mal konnten wir hier nicht rein. Und wir holen uns die Kuh. Wie heißt der Dude hier? Dino-Bändiger Vic. Okay, cool. Dann bändige mal Dinos. Ich bändige das hier mal. Geht nicht.
soll denn das sein? Ich muss um die Ecke gucken, ne? Also wie... Also, wer hat das schon mal gemacht? Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr das nicht richtig sehen könnt, wie dieses blaue Ding hier, dass ihr einfach vor dem Bildschirm gesessen habt und euch so rumgedreht habt in die Richtung, damit ihr es besser sehen könnt. Habe ich schon so oft gemacht, ne? Schon merkwürdig irgendwie, dass das Gehirn so ausgetrickst wird. So, jetzt haben wir die Kuh hier. Und ich befürchte, Moment. Zack. Mr. DNS steht zu Diensten. Drück Dreieck, um auf Lego-Fahrzeuge und Tiere zu steigen. Alles klar, wir müssen jetzt auf den Bullen reiten, oder was? Ja, okay. Nice. Wir sind auch ein bisschen schneller mit dem, als selbst zu laufen. Ich gehe nochmal hier nach hinten. Und sehe, da können wir nicht rüber, aber dahinter ist ein Minikit. Habe ich ganz kurz eben gesehen, aber... darum kümmern wir uns im freien Spiel. Ich weiß aber noch mal eine Situation. Die soll hier hin? Alles klärchen, dann gehen wir da hin. Meinst du es, Rind, was? Diese Raptoren fressen besser als ich. Ist es etwa schon morgen? Ei, Karamba, ist es denn schon morgen? Guck mal, die Kameras können wir auch zerstören. Das gibt nämlich dann wieder... Oh, da waren die... Schmerzen habe ich nicht mehr gehabt, seit ich mir den Zeh angestoßen habe. Ach so. Oh, schaut mal hier. Ist das nur ein Kurzlevel? Dann könnte man... Ich habe nämlich ein bisschen Zeitdruck. Ich muss mal eben gucken. 23 Minuten. Haben wir die Aufnahme schon... Ne, habe ich noch Zeit, um die Aufnahme zu machen. Eventuell muss ich im Level, das will ich aber halt in Zukunft auch wirklich vermeiden. Durch besseres Timing. Im Level meine Aufnahme stoppen, aber... Das kommt mir halt nicht in die Tüte. So. Dann wollen wir nochmal gucken. So, zack. Zur Hälfte gefüllt. Ich glaube, wir haben noch einen Teil 2 hier. Und da machen wir dann gleich einen Cut. Ich glaube, ich bin nicht allwissend. Ich weiß auch nicht, wo alle... Fossilien tatsächlich sind und alle Minikits. Ich habe den Fall jetzt vor ein paar Tagen gehabt, privat, oder vor ein paar Wochen gehabt, als ich das gestreamt habe selber. Ich habe es auch paar Mal schon, ich glaube 2 oder 3 Mal auf Gold gespielt, also auf Platin meine ich. Aber mit Hilfe von, also beim ersten Mal mit Hilfe natürlich von YouTube und was auch immer. Ja, da sollte ich das aus dem Stegreif praktisch nachspielen. Und das letzte Mal, als ich das so auf 100% hatte, ist, glaube ich, 2 Jahre her oder so. Das Spiel ist ja auch nicht mehr das Neueste von Lego tatsächlich. Okay, hier unten ist fast alles geregelt. Aber wir haben hier unten noch eine Kamera. Zack. 3 von 4. Dann müsste vielleicht hier unten noch eine sein. Ich habe da jetzt nicht drauf geachtet. Wir laufen hier aber nochmal durch. Kann man die... Ne, kann man nicht. Die Tierchen sind hier halt verehrt. Also, warte mal. Da habe ich doch... Ne, das war mein Kreis von der Figur. Selbe Szene wie eben auch. Aber wir... hüpfen nochmal hier auf die Container. Da kriegen wir nochmal ein bisschen was wieder an Coins.
Und ich guck noch mal nach der letzten Kamera. Die muss ja irgendwo sein. Die muss ja irgendwo sein. Da oben ist sie. Da oben rechts. Da laufen wir mal hin. So. Und dann... Verwende L, um den Kran zu steuern und schwere Lego-Gegenstände anzuheben. Gut, dann gucken wir mal. Dann steigen wir mal einmal auf den Kran. Und dann müssen wir, glaube ich, hier rüber die Kuh und schnappen. Das macht er halt alles alleine, ne? Wir müssen halt nur L drücken dann. Hochfahren und so macht es alleine. Das Spiel. Und wir fahren rüber. Deswegen meinte ich also, eigentlich vom denkerischen Ansatz ist das das leichteste Lego-Spiel, was sie rausgebracht haben. Schade eigentlich, aber ist nun mal so. Was machen die da? Sie füttern sie. Das Wesen des Chaos. Vater! Du hast uns gefehlt. Lex und Jen? Jen, oh! Huch! Das sind ihre Fahrzeuge für heute Nachmittag. Keine Fahrer? Nein, 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 keine Fahrer. Die fahren elektrisch und zwar auf dieser Schiene in der Mitte der Straße. Keine Kosten gescheut. Sein Standardspruch. Jurassic Park. Das mit dem Chaos ist mir unklar. Kurz gesagt, der Schmetterlingseffekt. Ein Schmetterling schlägt in Peking mit den Flügeln und in New York gibt's Regen statt Sonnenschein. Ja, sehen Sie? Sehen Sie? Niemand hätte vorhersehen können, dass Dr. Grant plötzlich aus einem fahrenden Fahrzeug springt. Alan? Alan? Oh, wow. Keine Angst. Kommen Sie ruhig. Es ist okay. Sie ist krank. Ich muss darauf bestehen, dass wir weiterfahren. Donald. Oh, wenn Gennaro alle einverstanden sind, würde ich gerne bei Dr. Harding bleiben. Sicher. Okay? Scheint alle 6 Wochen bei ihr aufzutreten. Ich müsste mir mal ihr Häufchen ansehen. Einfach konsequent das Häufchen angucken. So, da ist das Häufchen, aber wir wissen ja, guck mal, Häschen kann ich auch nicht abschießen, das ist halt echt nice gemacht, ne? In den heutigen Spielen kann man wirklich alles töten, was man will. Ist halt blöd, ne? Aber was will man machen? Das ist halt die... Da geht halt die Spieleindustrie halt hin. Ist halt nun mal so. Hier sind Speicherpunkte übrigens und die geben, kleiner Geheimtipp von mir... Wir geben auch noch mal ein paar 100 Münzen. So. Ist halt ein bisschen nervig. Und das kann ich auch dann verstehen, wenn ihr das so empfindet. Dass ich jetzt hier alle Münzen mir rausfische. Tatsächlich. Aber es ist mein eigener Ehrgeiz. Kann man das so sagen? Mein eigener Ansporn. Denn wenigstens das Minimalste da aus diesem Spiel rauszuholen. Und das Minimalste aus dem Spiel ist halt... Kann ich dir behilflich sein? Der wahre Überlebende. Manche Charaktere, wie zum Beispiel Ellie Sattler, können Dino-Haufen untersuchen, um herauszufinden, warum manche Dinosaurier krank sind. Okay, dann drück mir mal Dreieck und spring mal einfach in die Kacke rein. Mal sehen. Kacktag, würde ich sagen. Nice, da haben wir einige... Na los, beweg dich, sonst ist der Blaue weg. Jawohl. So. Finde die Lego-Gegenstände, die über dem Dinosaurier angezeigt werden, um ihn zu heilen.
Bedeutet ein Apfel, eine Karotte und ein Wassereis. Alles ist das klar. Westindischer Flieder? Ja, wir wissen, dass er giftig ist, aber die Tiere fressen ihn nicht. Sind Sie sicher? Ziemlich, ja. Und auch die Gespräche sind halt wahnsinnig gut, weil es ist Lass mich halt dir einen guten Rat geben. Dasselbe, was es auch im Film gibt, ne? Verwende eine Gießkanne wie die, die Ellie besitzt, um Pflanzen zu gießen. Alles klar, Pflanzen gießen, kriegen wir hin. Bei mir sterben die Pflanzen immer. Wie ist es bei euch? Schreibt mal in die Kommentare, bitte. Haut mal die Kommentare voll. Bei mir würde sogar ein Kaktus sterben. So, und das geht halt nur, so eine lange Sprünge, hohen Sprünge gehen halt nur mit einem agilen Charakter. Und das sind meistens weibliche Charaktere bei den Lego Games. Manche Charaktere, wie zum Beispiel Bla, das haben wir schon mal gehört. Und da springen wir auch direkt rein und gucken mal, was so rauskommt. Eine Spur von Fliederbeeren. Aber ein Eis haben wir in der Hand. So, dann füttern wir das den Triceratops. Wie schön, sie leidet an Meliatoxizität. Meliatoxizität. Triceratops. Weibchen. Füttern wir mit Eis. Ob das so gut ist? Man weiß es nicht. An manchen Situationen ist das verbuggt, das Spiel. Wenn man in komische Gegenstände springt, dann backt man fest. Habe ich einige Male im Stream gehabt, aber ich habe jetzt ein großes Update gehabt von über 5 GB, glaube ich. Was das hoffentlich behoben hat. Also ich finde es auch immer noch gut, dass es Updates und etc. da halt immer noch für gibt für solche Spiele. Ob es was bringt, ist die Frage, ne? Oh, was Neues. Aber das ist so wie das Trampolin. Zack. Oh, in sowas zum Beispiel. Da ist man so runtergerutscht und dann zwischen den Blümchen halt festgebackt. Gibt's halt scheinbar jetzt gar nicht mehr. Aber wir wollen's nicht zu früh loben. So. Du kannst an Lego-Seilen klettern, um höher gelegene Orte zu erreichen. Verwende L, um hin und her zu schwingen. Drück X, um abzuspringen. Alles klar, probieren wir mal. Das ist wirklich nice. So, zack. So, wir haben hier ein, ja. Eine Spur wieder für Robert hieß der, glaube ich. Nee, Robert ist das nicht. Gary Harding, Entschuldigung. Dr. Harding. So, dann haben wir hier wieder so eine Liane oder was wird das da draus? Was wird da draus? Mal gucken, mal gucken. Oh, ein Bäumchen. Alles klar. Dann nehmen wir den Apfel mal auf. Und der Apfel bedeutet, dass wir den dritten Gegenstand gefunden haben, der das Triceratops-Weibchen braucht, um geheilt zu werden. Schon okay. Beeindruckend, Dr. Sadler. Sie ist wieder putzmunter. Wir sollten uns aber beeilen, damit wir das Besucherzentrum erreichen, bevor uns der Sturm erwischt. Wenn du einen Dinosaurier geheilt hast, kannst du ihn mit Hilfe von Dreieck steuern. Von X wahrscheinlich. So, wir haben hier diese orangenen Teile. Die können wir zerstören. Dann kriegen wir auch noch mal ein paar. Ein paar Coins. Und vor allen Dingen, glaube ich, gleich ein Mini-Kit. Jawollo.
Wo ist denn der dritte? Okay, der dritte versteckt sich noch. Rissige Lego-Gegenstände können nur durch Dinosaurier-Stoßangriffe zerstört werden. Halte Viereck gedrückt, um das Dinosaurier... Halte Viereck gedrückt, um als Dinosaurier einen Stoßangriff auszuführen. Oh mein Gott. Deutsch ist on point. Sorry, Leute. Dafür. So, dann machen wir das mal. Zack. Das Auto. Oh, das Auto ist zerstört. Auf dem Gelände nordöstlich von hier müsste sich noch ein Auto befinden. Wir sind wahrer Überlebender. Das ist schon mal unsere erste Priorität, die wir erfüllt haben. Bis zum Besucherzentrum ist es nicht mehr weit. So. Achso, warte mal. Warte kurz. Vielleicht kann ich helfen. Okay, das haben wir schon gelesen. So. Ich glaube ja nicht, dass dieser Dino sich auf dem Baumstamm halten kann. Wir sollten ihm einen anderen Weg verleihen. Wir können das hier einmal zusammenbauen. Also mit den Dinos haben sie sich echt gut was ausgedacht. Finde ich nice, dass man sowas die steuern kann. So. Rüber da. Finde ich echt gut, dass man die steuern kann. So. Oh, stimmt. Hier gibt es ja keine Brücke. Und dass man die mitnehmen kann, tatsächlich. Also ich weiß das ja, dadurch, dass ich das schon ein paar Mal durchgespielt habe, dass man hier so eine Lianenbrücke bauen kann. Und dass der Dino dann automatisch hinterherkommt, das ist wirklich... Ah, Mist. Der Baum ist auf die Schalttafel für das Tor gestürzt. Und hier ist der dritte, glaube ich. Okay. Mach doch bitte den Angriff in die Richtung, wo ich hin will. Okay. Jawohl, jetzt haben wir das Mini-Kit bekommen. Zwar ein bisschen verspäteter, aber... Alles gut. So. Der Baum ist auch kein Problem. So. Und dann müssen wir auf einen Menschen wechseln. Der die Schalltafel wieder repariert. Und dann wechseln wir einmal auf Dr. Harding. Und müssen wieder eine Tastenfolge eingeben. Dreieck, X, Viereck. Und das Bild wackelt, weil der Dino halt mitläuft, ne? Entschuldigung. So. Sollte sich eigentlich Personal befinden, um die Leiter von diesem Steg herunterzulassen. Ich kann es Ihnen nicht verübeln, sich bei dem Wetter einen Unterschlupf zu suchen. Wir haben eine Zielscheibe da oben. Weil das müssen wir natürlich auch alles wieder alleine machen. Weil ja keiner da ist sonst. Das ist ja mal wieder typisch. Und logisch. So. Oh, warte mal. Nee, nicht den Dino. Okay, jetzt haben wir halt das Problem. Ich will Ellie spielen. So, oder ich möchte Ellie haben. Und das nächste Mini-Kit, glaube ich. Jawollo. Das holen wir uns ab. Das gönnen wir uns. Und das ist somit das vierte. Und hier, das meine ich, jetzt ist sie festgepackt. Jetzt ist sie festgepackt. Da kann ich tatsächlich nichts mehr tun. Außer den Charakter zu wechseln. Ich hoffe, dass sie da rauskommt. Weil ich glaube, dass ich sie noch brauche. Ansonsten beende ich gleich mal. Auto haben sie auch mitgenommen. Die Aufnahme. Oh, da ist sie ja schon. Was ist denn mit der Kurbel der Torwelle passiert? Die hat sicher irgendein Dino gefressen. Jetzt beende ich gleich mal die Aufnahme. Nein, brauche ich nicht. So. Also wahrer Überlebender ist jetzt in den ersten zwei Leveln, wie ihr seht, halt noch nicht so schwer zu erreichen. Wir haben jetzt 84.000 Münzen eingesammelt. Ich glaube, bei 70.000 hat das schon gereicht.
Ist aber auch nicht so schlimm. Was wird hier gerade? Ich gucke nebenbei noch einen Stream. Also sehr professionell und sehr seriös natürlich. Und auf einmal sitzt da oben links, da wo eigentlich mein Lieblingsstreamer sitzen soll, auf einmal jemand anderes. Jemand Unbekanntes. Und da wurde gerade geradet, glaube ich. Wenn ihr Bock habt, gerne natürlich auf meinem Twitch-Kanal vorbeigucken. Wir sind eigentlich täglich live. Sonst gerne mal bei Instagram abchecken. Da wird auf jeden Fall immer angesagt, was so den Tag ansteht. Und wenn es ein bisschen mehr ist in einem einfachen Bild. Oder wenn es ein bisschen weniger ist, halt in der Story. Aber da verpasst ihr definitiv dann nichts mehr. Wenn ihr mich auch mal sehen wollt, gerne auf Twitch mal vorbeigucken. So, verwende L, um an der Kurbel zu drehen. Alles klar, setzen wir ein. Das ist bei Lego halt ein bisschen tricky, weil manchmal nimmt er die Drehungen nicht, aber wer geübt und das ruhig macht, dann geht's so auch. Aber den wollte ich jetzt eigentlich gar nicht sehen. Jetzt habe ich den... So, das können wir machen. So, und jetzt müssen wir auf den Dino wechseln, weil wir haben da so eine orange Dings wieder und ein Bernstein. Hier lang. Durch dieses Loch gelangen wir zum Besucherzentrum. Und wir lassen unseren Dino leider zurück. Ah, okay. Wir winken dem Dino noch, das ist so... Wie oft habe ich schon gesagt, dass wir Schließmechanismen für die Fahrzeugtüren brauchen? Ich bin wieder ruhig. Punkt 151 auf der heutigen Fehlerliste. Wir haben die gleichen Probleme wie Vergnügungsparks und Zoos. Und unsere Computer haben Kinderkrankheiten. Dennis, unser Leben liegt in Ihren Händen und Sie stellen sich so ungeschickt an? Ich werde zu Lebzeiten vollkommen verkannt. Kennen Sie jemanden, der 8 Connection Machines vernetzen und 2 Millionen Zeilen Code debuggen kann für mein Gehalt? Ruhe jetzt, und zwar alle. Sie kommen jetzt zum Tyrannosaurus-Gehege. Nicht vergessen, lebensfähige Embryos. Sie sind nutzlos, wenn sie nicht überleben. 1,5 Millionen, wenn sie alle 15 Arten von der Insel kriegen. 7 Uhr, am E-Stock. So, und somit haben wir Willkommen im Jurassic Park auch fertig. Und auf die gesammelten 72.000 kommen nochmal geschätzte 80.000, glaube ich, drauf. Bin mir nicht safe, bin mir nicht sicher. Wir sind wahrer Überlebender geworden. GG an der Stelle. Dr. Grant und Ellie Sattler haben wir jetzt in einem verschiedenen Kostüm. Jetzt haben wir den einen Labormitarbeiter, den Anwalt und Dennis Nedry freigespielt. Allerdings müssen wir die halt noch kaufen. Ein Triceratops haben wir freigeschaltet. Ich bin mir nicht sicher. Okay, die können wir auch direkt spielen im Freispiel. Und wir haben 2 goldene Lego-Steine wieder bekommen. So, und eigentlich... Huch, meine Uhr ist schon wieder verschwunden. Ätzend. Eigentlich war's das. Wir Geschichte fortfahren? Wir gucken mal, was uns erwartet. Freies Spiel. Nice. Und wir haben wieder diese Stadtsteinchen, die uns zur nächsten Mission führen. Und die ist gleich um die Ecke. Ich würde aber gerne die Aufnahme schon mal beenden. Ich danke fürs Einschalten, falls ihr da noch immer noch dabei seid. Wirklich cool. Das Projekt finde ich auch eine Ehre für mich, dass ich das machen darf. Wie gesagt, Jurassic Park ist Kindheit. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben,
Welcher Film von den Dino-Filmen tatsächlich euer Liebling war? Und in der nächsten Folge würde ich dann meinen Lieblings-Dino-Film dann sagen. Mal schauen. Also ich bedanke mich erstmal fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen, ein Abo und die Glocke da nicht vergessen. Und wenn ihr mehr sehen wollt von mir, gerne auf Twitch vorbeigucken. Links findet ihr auf meinem Kanal hier auf YouTube oder auf Instagram oder wo auch immer. Also vielen Dank und bis gleich.